Niklas, ja, du hast ein schönes Tor gemacht, aber leider verloren. Kannst du das Spiel kurz zusammenfassen? Ja gut, ich denke mal, die Windverhältnisse waren natürlich extrem schwierig, sowohl für uns als auch für die Gegner in der zweiten Halbzeit. Ich denke, man merkt es auch immer noch. Klar, der Frust sitzt tief, weil wir meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit klar das Ding mit 3-4-0 führen müssten. Das aber nicht tun, wenn wir mit einem 1-0 in die Pause gehen. Und so hat man natürlich in der zweiten Halbzeit halt die Probleme, da dann halt Nick Els den Wind auf seiner Seite hatte und so als sie ihre Chancen genutzt haben, besser wie wir und mit dem 2-1, mit einem schönen Tor dann das Ding hier gewonnen haben. Ja, du hast dennoch ein relativ spektakuläres Tor gemacht. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du es gemacht hast? Und ja. Ja gut, also ich weiß gar nicht mehr so viel. Ich weiß nur noch, dass ich einen Ball bekommen habe und dann aus geschätzten 60, 65 Metern sowas halt einfach den Ball eigentlich klären wollte. Mit dem Versuch auch vielleicht noch unseren Stürmer anzuspielen, aber dann wurde der Ball halt extrem lang durch den Wind und ist vorhin heute aufgehupft und dann halt noch ins Tor und war natürlich jetzt ein sehenswerter Treffer, aber im Endeffekt stehen wir mit 0 Punkten da und es ist dann halt bedrückend, weil ich lieber hier mit dem Siegtor vom Platz gegangen wäre. Ja, kannst du zur Gesamtsituation was sagen? Also ich meine, mit dem Nichtabstieg wird es schwierig, aber es ist möglich. Wie siehst du es und wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ja, also die Stimmung in der Mannschaft ist natürlich angespannt und bedrückt, weil wir natürlich alle lieber gerne weiter oben spielen würden in der Tabelle. Jedoch gebe ich uns noch nicht auf, weil es sind immer noch 9 Spiele, die wir vor uns haben. Und es sind auch Teams dabei, die man auf jeden Fall schlagen kann. Und wir haben heute gezeigt, dass wir auf jeden Fall Siegeswillen haben und auch in die Zweikämpfe gehen und Gas geben können. Von dem her sage ich, sind wir noch nicht abgeschrieben und man muss immer noch mit uns rechnen. Ja, kannst du ein paar Worte zum nächsten Spiel sagen, einen kleinen Ausblick drauf geben? Gut, also gegen den Waldhof hatten wir in der Hinrunde ein 6-1, was sich jetzt deutlich anhört. Jedoch muss ich auch da sagen, da haben wir jetzt relativ gut mitgehalten in der ersten Halbzeit. Meiner Meinung nach relativ unverdient, sogar so stark hinten gelegen. Von dem her sage ich, sollten wir auch da uns nicht aufgeben und vor allem die kommen hierher. Man hat gesehen, was heute hier möglich ist und wie schwierig es ist, uns hier zu schlagen. Von dem her rechne ich uns da trotzdem gute Karten ein, damit einen Punkt oder sogar mit einem Dreier hier zu bleiben. Niklas, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Dankeschön, sehr gerne.